Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine, ich habe Letizia Lehmark mitgebracht. Hi. Und sie ist heute hier, um eure brandheißen Fragen zu beantworten. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einem halben Jahr ungefähr, eigentlich auch schon einem Jahr, ist ein Video online gegangen, da hat Letizia uns ihre Drogeriefavoriten verraten. Ich habe immer noch Produkte hier, die sie uns empfohlen hat und die wirklich alles geändert haben. Und jetzt hattet ihr die Chance, auf Instagram Fragen an Letizia zu stellen, die ich ihr heute stellen werde. Und sie wird alles beantworten. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, wir haben schon ein anderes Video gedreht. Das seht ihr ganz, ganz bald. Ganz bald. Das ist noch ein Stückchen hin, aber ihr seht das. Und wir freuen uns, einfach mit euch so ein bisschen zu quatschen und auch so ein bisschen über uns zu quatschen. Falls ihr Letizia nicht kennt, noch nicht gesehen habt bei mir, dann frage ich mich, woher kommt ihr gerade. Ansonsten setze ich euch alle Links unten in die Infobox zu ihrem Shop. Sie hat eigene Pinsel, handgemacht in Deutschland. Wirklich die besten. Ihr seht sie immer in meinen Videos und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr Instagram ist unten auch verlinkt. Und wir starten mit einer Frage, die ich habe. Wir haben uns eben schon mal gestellt. Wo haben wir uns kennengelernt? Oh, okay. Wir haben uns, also auf jeden Fall habe ich im Glow, welche Glow war das? In 2000? Die letzte, glaube ich. 2018? Nein. 19. Muss es gewesen sein? Nee, 19. Aber 19 im Sommer die Glow. Ah, okay. Glaube ich. Im März, April. Aber bevor das haben wir uns... Irgendwo und ich weiß nicht mehr wo. Ich auch nicht. Wir haben uns einmal... Nee, da warst du nicht da. Warst du bei der Launchparty von Ellie? Nein. Nee, es ist... Wir sind nicht darauf gekommen. Aber wir haben uns schon... Wir haben uns vorher irgendwo schon mal gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und seitdem sind wir uns bekannt und haben ganz, ganz viele tolle Sachen auch fürs nächste Jahr geplant. Ihr habt in den letzten Videos von mir hier natürlich auch schon mal das ein oder andere gesehen. Aber gut, Ding will Weile haben. Und deswegen dachten wir uns, jetzt haben wir die Chance, Letizia, die wirklich krass ist, was Make-up angeht, und so einer Leichtigkeit Look schminken kann. Und ich würde vorschlagen, mit der ersten vielleicht kurz zu dir. Wo bist du oder wie bist du zum Make-up gekommen? Oh, ich habe Kunst studiert und vor vielen Jahren. Und ich dachte, ich kann nicht irgendwo in einen Park, Bachelorarbeit ist es. Es war Graphic Design. Und ich dachte mir, ich kann nicht in einen, irgendwo in ein Büro sitzen und Graphic Design machen. Und damals war, als Make-up-Artist zu sein, es war komplett was Neues in Rumänien. Ich komme ursprünglich aus Rumänien. Und es war so ein, was ist das? Es gibt sowas auf der Welt, kann man sowas machen? Ich habe einfach einen Kollegen von mir, von Kunst-Uni, weil bei mir konnte man alles studieren, Design, Fotografie. Und ich habe einen Kollegen von mir von Foto genommen und wir haben einfach ein Portfolio gemacht zusammen. Ich habe mich als Model genommen, weil irgendwie mein Model ist, hat zugesagt, aber nicht mehr gekommen. Und ich habe das überall geschickt und ich glaube, 2 Monate später habe ich als Make-up-Artist anfangen zu arbeiten für L'Oréal. Das war mein erster Job und ich bin dort, ich habe dort 5 oder 6 Jahre gearbeitet und da habe ich, keinen Make-up-Artist, wie heißt das, gelernt. Studium gelernt, weil es gab auch noch nie sowas, aber ich habe alles, was ich in Uni gelernt habe, genommen und als Base dafür Und ich glaube, das ist das Geheimnis, weil wir haben eben in dem Video schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie ganz besondere Probleme sehr logisch löst. Mhm. Wenn etwas nach unten geht, musst du etwas anderes erzeugen, das nach oben geht. Und wir YouTuber, Schrägstrich, ich nehme mich daraus, Make-up-Artists, wir haben dieses Praktische, das Dreieck und das Auge. Hauptsache, es ist viel Produkt drauf. Und ich blende euch auch ein paar Szenen ein aus dem Video, was wir vorher gedreht haben, dass ihr seht, was ich meine, wenn sie bestimmte Fragen beantwortet. Weil vieles doppelt sich so ein bisschen. Sehr, sehr schön. Ich freue mich ganz doll. Wir haben keine Sortierung drin. Ich verrate natürlich auch nicht, wer die Fragen gestellt hat, aber es sind immer dieselben gewesen. Das ist etwas, da bin ich selber gespannt und ich kann mir deine Antwort vorstellen. Okay. Gibt es einen Tipp, damit das Make-up bei Brillen, Nasenpads besser hält? Also es gibt verschiedene Tipps. Es gibt, man kann zum Beispiel mit Setting Spray, lass uns sagen, layern und arbeiten. Es ist auch ganz wichtig, dass ihr dünne Schichten, weil jede Schicht dünner ist, je länger hält oder man sieht es nicht, wenn das abgeht.
Aber es ist, und ich sage immer das Gleiche, sobald wir unsere Gesichter bewegen, sobald Friction oder was ist das? Druckbewegung ist Law of Physics. Es ist natürlich, dass das Make-up weggeht. Es gibt, wie gesagt, Tricks, ihr könnt das verwenden, ihr könnt selber ausprobieren. Man kann mit Puder setzen, man kann erstmal als Base nur in diese Stelle einen Augenprimer nehmen, man kann, keine Ahnung, Haarspray ausprobieren, aber bitte mit Vorsicht. Es sind verschiedene Sachen, was ihr ausprobieren könnt, aber am Ende des Tages, es geht weg. Genau das habe ich mir nämlich gedacht, weil ich kriege die Frage auch ganz oft gestellt und ich dachte mir so, also es gibt keine Lösung dafür. Ich frage mich immer, wie die Kardashians das machen mit ihren 10 Kilo Sonnenbrillen. Die Kardashians hast du nicht gesehen, also die bewegen sich nicht, aber die Sonnenbrille sitzt ja trotzdem drauf. Die reden immer so, die lachen nicht so doll und wahrscheinlich nach so einem Lachanfall wie die haben, dann kommen 10 Make-up-Artists, nicht 10, aber 1 und dann es ist es. Das ist halt immer das Ding, ne? Da sind dann halt viele Leute, die das dann sofort beheben, weil wenn ich habe eine sehr, sehr große Sonnenbrille und die wiegt, weiß ich nicht, 10 Kilo. Ja. Und sobald ich die nur raufsetze, ist alles weg. Also es gibt keine Lösung dafür, außer weniger benutzen. Wahrscheinlich, die tragen auch diese Brille den ganzen Tag, die bleiben auch dort, ne? Und am Ende des Tages sehen sie auch so aus. Am Ende ist es halt Make-up, was... Aber ich glaube, die tragen auch Make-up nur für diese, also für Paparazzis und dann gleich nach Hause und dann... Schminken die sich wieder an? Ich glaube schon. Okay. Wer weiß? Ich glaube, I don't know. Aber okay, also es gibt keine richtige Lösung dafür, außer weniger Produkt. Und ihr werdet auch sehen in einer Szene eben, wie wenig Produkt Letizia benutzt hat für ihre Base. Und das Ergebnis ist trotzdem ebenmäßig geworden. Also das ist auch etwas, was ich mir probiere anzueignen von ihr, weniger Produkt zu nutzen, obwohl es mir sehr... Beide sind okay, Leute. Beide sind okay. Wenn ihr mehr Produkt mögt, why not? Es ist das Make-up am Ende des Tages. Es ist nicht ein Tattoo oder wie auch immer. Es geht halt wieder weg, ne? Tja. Wie findet man die richtige Foundation-Farbe? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. also erst nicht im Laden. Also im Laden mit alle diese Lichter, die einer ein bisschen kühler ist, einer ein bisschen wärmer ist, einer viel zu kühl ist. Erstmal, ihr nehmt eine Probe und zu Hause. Wenn ihr zu Hause seid, ihr nehmt verschiedene Stellen und wieder, es kommt darauf an, wie ihr eure Foundation trägt. Okay. Ich zum Beispiel, ich nehme ganz wenig für meine Gesichtsmitte sozusagen. Und da kann ich... I know, es hört sich ein bisschen nicht unprofessional, aber es muss nicht perfekt aussehen. Nicht 1:1, weil ich verwende das nur in der Mitte und ich werde das komplett überall ziehen und man sieht nicht, was für eine Farbe ich habe sozusagen. Aber wenn ihr komplett bis hier oder auch bis ein bisschen tiefer eure Foundation trägt, dann ihr müsst das in verschiedenen Stellen ausprobieren oder testen. Einmal hier und einmal hier am Stirn. Ne? Mhm. Weil der Sonne ist eigentlich Hitz auf kommt von oben, strahlt von oben. Also es ist normal, dass hier unsere dunkelste Seite ist. Mhm. Und hier, weil unser Hals ist geschützt, ist das hellste sozusagen. Deswegen, ihr müsst wenn ihr nur an euer Gesicht die Foundation anpasst, dann es wird automatisch euer Gesicht ein bisschen dunkler als das Hals. Mhm. Ihr könnt das natürlich mit Bronzer wieder anpassen. Aber es wäre gut, eine Farbe, die zu diesen drei Stellen passt. Ihr müsst eine Mitte finden und dann danach mit Make-up das alles balancieren, entweder Stirn, entweder Hals. Und ihr könnt, also das ist Shade sozusagen, und das ist die Farbe von eurer Foundation. Und der Unterton könnt ihr am Arm finden, also einmal drücken, schnell drücken und dann hinten gucken, was für ein Farbe ist. Ist das eher rosa oder mehr gelb ins Grün? Mhm. Weil eigentlich der Unterton ist der Farbe von unserem Fleisch. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an, aber das ist der Unterton. Und je nachdem, wie viel Melanin in unsere Haut haben, so viel sieht man unser Fleisch durch unsere Haut. Ne? Also ihr müsst gucken, was für eine Farbe eure Melanin hat sozusagen. Deswegen, wir drucken ein bisschen, damit der Blut ein bisschen weggeht von diesem Bereich und dann schnell gucken, ob das rosa ist oder gelb
Olive ist. Total neu, weil mir immer so, ja, du musst nach den Adern gehen. Ich denke mir so, meine Adern sind blau. Ja, dann ist es. Die sind immer blau. Ich kann euch safe sagen, dass ein sehr, sehr, sehr wenige von uns rosa Unterton haben. Und die sind meistens ganz im Norden. Ne? Mhm. Oder nicht unbedingt, aber so sag mal, weil da ist weniger Sonne. Die meisten von uns sind neutral, eher gelb, mhm. Mediterranisch oder oliv, aber mhm. neutral. Also keine rosa Foundations bitte oder beige oder wie auch immer. Für jede Brand ist was anderes. Für jemanden warm ist irgendwie gelb, für jemand andere genau. warm ist. Also du würdest sagen, I know, yeah. immer eher neutral und dann mit anderen Produkten ausgleichen. Genau, genau. Wie deckst du Aknenarben ab? Wieder mit sehr dünnen Schichten und ich spiele immer mit verschiedenen Produkten aufpassen. Diese Produkte müssen mit sich selber passen, zum Beispiel die Foundation muss Silikonbasis und auch der Concealer muss Silikonbasis ist. Jetzt gerade sind ganz viele von dieser, ich gucke bei Maxim auf, sind ganz viele mit diesem so Dry Öl. Da ist ein bisschen schwierig, wenn man Produkte auf Dry Öl Basis layert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn eine ganz Classic Foundation ist, dann ich trage ein sehr dünnes Schicht überall. Und dann besonders da, wo kein Akne ist, weil sonst, wenn ihr versucht, zu viel auf einen Bereich, zu viel Produkt aufzutragen, dann automatisch die Augen von dem Betrachter sozusagen mhm. guckt direkt dort. Und ich würde minimal, also ich würde nicht komplett abdecken mit einer High Coverage Foundation, außer ihr habt nur 5 Minuten euch zu schminken. Mhm. Aber sonst, ich würde versuchen, wirklich punktuell zu arbeiten und zu kaschieren. Was ist deine liebste Foundation für den Alltag und für Editorial vielleicht? Oder ist das beides dasselbe bei dir? Nee, es ist nicht dasselbe. Also für Alltag oder Event oder für Make-up, was man irgendwo außen im Live, Real Life tragen kann, ist es den Dior, einmal die Forever, Classic Forever Matte für Leute mit öliger Haut, für zum Beispiel, wenn ich abdecken muss, weil das funktioniert, das hat auch ein bisschen mhm. Coverage. Und die Glow für die Leute mit trockener Haut. Die Shiseido, ich habe komplett vergessen den vollen Namen. Synchro Skin, aber den Lift, also mhm. diese ganz neue. Das ist super schön, auch für reifere Haut, aber auch für trockene. Ich würde für ölige Haut, ist ein bisschen zu viel. Und das nehme ich auch sogar in Shootings für Videos besonders. Das sieht unglaublich schön aus. Und für Editorial nehme ich die Nabla, diese Skin Realist. Ja. Unglaublich schön. Für schöne Haut, für trockene Haut, für Haut. Und das ist nicht nur für Editorial, auch für tagsüber, für jemanden, der nicht so viel mhm. Foundation trägt. Das ist ganz verrückt, weil immer, wenn ich mit Letizia zusammengearbeitet habe, dann höre ich mir das immer an und schaue mir auch die Produkte an. Wenn ich dann hier diese Home-Shootings mache, habe ich genau diese Produkte dann auch verwendet. Weil wenn ich zum Beispiel ein Foto mache, benutze ich gar kein Puder. Mm. Weil ich finde, dass dann diese Hautstruktur noch viel, viel schöner reflektiert. Ja. Im Alltag möchte ich keine Struktur in meinem Gesicht sehen. Aber auf so einem Foto, wenn man das dann bearbeitet, sieht das immer schöner aus. Und deswegen auch das hier, Balea Vital Plus Serum, bestes Ding aus der Drogerie. Wie bekomme ich Poren optisch kleiner? Es gibt manche, vielleicht kann ich euch zeigen, ich habe ein Puder hier, was, vielleicht kann ich, keine Ahnung, es ist der Puder? Mhm. Der hier von It Cost. Es heißt Bye Bye Pores und vielleicht ich kann ein bisschen zeigen, Before and After. Lass uns sagen, ich nehme die Seite, genau. Arbeitest du das besonders in einer Art ein, oder? Ja, ich presse das in die Haut ein. Und keine Ahnung, ob ihr seht, aber die Seite sieht ein bisschen flawless aus als die hier. Die Primers, die für Poren gemacht sind, die haben immer sehr viel Silikon drin. Und wenn man zu viel davon nimmt, dann kann eure Make-up, Pellen. So abrollen, diese Röllchen. Hm. Genau, das passiert. Deswegen, ihr müsst wirklich achten für solche Primers. Deswegen lieber zum Schluss so ein Puder und kein Don't Abuse It. Also ganz wenig davon und immer pressen, in die Haut pressen und nicht so machen, weil sonst es fliegt alles weg.
Ich setze euch alle Produkte, die sie erwähnt, unten in die Infobox, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Das sind natürlich viele Produkte, die so ein bisschen High-End sind, aber du hast vorhin was ganz, ganz Schönes gesagt, wo du den Unterschied zwischen High-End und Drogerie bei der Base machst. Ja, bei der Base. Also Farbe, was Farbe ist, kann auch Drugstore sein. Aber Base, was auch ein bisschen länger halten soll, ich würde schon High-End empfehlen. Mhm. Also man sieht da doch einen Unterschied. Es gibt natürlich so ein paar Foundations in der Drogerie, die so vom Finish her sehr ähnlich sind, aber von der Performance für Editorial oder für die Arbeit macht das doch einen Unterschied, weil ja, allein von den Inhaltsstoffen, glaube ich, auch einfach ein Unterschied ist. Es gibt tatsächlich, auch wenn die Leute sagen, ja, es ist, keine Ahnung, in dieselbe Fabrik gemacht ist, ja, manche sind in dieselbe Fabrik gemacht, aber es gibt Formulierungen. Manche sind günstiger, manche sind teurer. Deswegen ist halt, es gibt einen Unterschied. Wie überdecke ich Pigmentflecken effektiv? Punktuell? Ja, punktuell, und ich würde auch mit Farbkorrektor arbeiten, aber nur auf diese, also was ich sehe auf TikTok und... Machst du das auch? Ja. Überall. Ja. Grün, blau, rosa. Ja, das mit Grün würde ich überhaupt nicht empfehlen. Also Grün ist so eine Farbe, zum Beispiel Grün für Akne. Das, wir kommen zurück zu dem, wenn ihr, lasst uns sagen, ein Pickel habt und es ist frisch, an dem Tag, an dem Morgens hat Hi gesagt und dann, ich komme heute mit dir. Ne? Und es ist, also morgens ist es super inflamed und super rot und dann ihr nehmt Grün und dann ein Schicht des Grün und dann Foundation drüber und dann, keine Ahnung, mittags ist nicht mehr so rot. Es fängt einen an zu heilen. Dann kommt der Grün schön rüber. Deswegen, ich würde arbeiten mit einer Foundation, die ein bisschen gelbstichiger ist. Also mit einem Gelb-Unterton-Foundation lieber als mit Grün. Ich habe einen Color Corrector. Das ist dieser hier von dem Mann, dessen Namen will ich mir nennen. Und ich dachte immer, du musst komplett alles orange und dann mit anderen Schichten rübergehen. Und mittlerweile benutze ich eigentlich nur noch zum Color Correcten. Ja, also kann man punktuell. Das Ding ja, hier ja, von Charlotte Tilbury, das ist super schön. Yes. Das ist schon fast aufgebraucht. Ihr seht, das ist auch orange, das korrigiert dann die Farbe, aber halt nicht so künstlich. Außerdem ist das auch nicht für meine Hautfarbe. Es ist viel für dunklere Haut, genau. Ja. Und das wird halt gerne, das ist halt das, was ich halt so wichtig finde, dass man das auch erklärt, und deswegen freue ich mich, dass du dann da bist. Das, was wir hier auf YouTube oder TikTok machen, ist ja immer klickorientiertes Full-Cover-Make-up. Ja. Hauptsache, es sieht verrückt aus im Thumbnail. Und ich würde noch was euch empfehlen. Wenn es um Correctors geht, nehmt einen Corrector, der von jemandem ist oder von einem Brand ist, wo hinten ein Make-up-Artist steckt. Weil das ist auch mit Gedanken gemacht. Also es ist das perfekte Peachy Tone, was ein bisschen mehr ins Orange Licht liegt und nicht ins Rosa oder in Pink. Zum Beispiel, ich sehe den von der Name, der Jeffrey. Der ist ein bisschen, das würde ich auch für dunklere Haut, würde ein bisschen zu aschig aussehen, weil es ist ein kühles, eine kühle Farbe. Deswegen Brands so wie Charlotte Tilbury, Bobbi Brown, auch von großen Marken, wo hinten ganz sicher jemand steckt, was die Farben formuliert und nicht zum Labor geht und sagt, die Farbe, die Farbe, die Farbe und die Farbe will ich haben. Ja, macht Sinn. Was hilft dir, bei Augen-Make-up symmetrisch zu arbeiten? Arbeitest du symmetrisch? Nicht immer. Und das kommt von einem Make-up-Artist, ne? Ja. Es ist eben, ihr könnt euch schon relaxed fühlen. Und ich schaffe auch nicht immer perfekt symmetrisches Eyeliner zu ziehen. Das kommt auch natürlich drauf, wie eure Model ist. Weil wieder, die Gesichter sind nicht symmetrisch. Und es ist natürlich, wenn ein Korrektur-Make-up ist, dann ich werde das Augen-Make-up nicht symmetrisch machen, sondern das Make-up soll symmetrisch mit diesem Augenform. Aber ich fange immer ein Geheimnis für Make-up-Artists, nicht Geheimnis, sondern ein Trick. Ihr müsst immer anfangen mit dem schwierigen Auge an, weil dann ist es einfacher, den einfachen Augen nachzumachen, sozusagen. Weil sonst, wenn ihr perfekt diese Auge, die immer vor euch ist, perfekt schminkt, dann das zweite Auge ist immer, oh Gott, jetzt muss ich, es ist nicht mein Winkel, ich muss irgendwie so gucken oder so umdrehen und wieder hier. Also immer mit dem schwierigen Auge anfangen.
Also es muss ja auch nicht unbedingt symmetrisch sein, weil das Gesicht ist ja auch. Genau, nicht und es ist das vielleicht beim Eyeliner. Lass uns sagen, beim Eyeliner kommt schnell ins Auge, wenn das schief ist oder nicht den Winkel nicht richtig ist. Da könnt ihr ein bisschen und ich würde mit minimale, also einmal ein kleiner Strich, dann immer zwei Schritte nach hinten machen und gucken. Keiner sagt was. Immer nach jeder Bewegung hinten gucken, beide Augen. Ihr könnt deine Augen zumachen, für Symmetrie gucken, dann wieder nach vorne. Also kleine Bewegungen und ihr schafft das. Und tatsächlich war eine der meisten Fragen, egal in welcher Form, deine Tipps für Schlupflider. Es kamen Fragen wie, wie kann man eine Cut Crease bei Schlupflidern ziehen, wie kann man dies bei Schlupflidern, wie kann man das bei Schlupflidern machen. Wie würdest du ein Schlupflid am besten schminken? Ich würde, weil du hast auch gesagt Cut Crease, ich würde das mit einer Frage beantworten. Was wollt ihr beim Schlupflider mit einem Cut Crease? Ja, es gibt ja keine Crease. Es gibt keine. Der Crease ist das da innen, also es ist inside, das seht ihr nicht. Außer ihr läuft immer so mit dem Augen zu auf dem und dann kann man einen Cut Crease sehen. Sonst, ihr arbeitet für nichts. Also was man beim Schlupf ist nicht viel und ich habe das auch tausendmal die Frage bekommen. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn ich probiere zu antworten, ich weiß, das ist eine Antwort, was keiner hören will. Mhm. Weil es ist, ihr könnt nicht so viel machen. Ne? Mhm. Beim Schlupfleder ist es so, egal was ihr auf dem beweglichen Augenlid macht, also was versteckt ist, so wie bei mir, ich habe Schlupfleder. Jetzt sieht man mein Lid, jetzt sieht man das nicht. Ne? Mhm. Egal was da drin mache, erstmal ist es versteckt und zweitens, es geht in den Lidfalte, weil es ist Bewegung, es ist Haut an Haut und es ist, was ist das, Friction, den ganzen Tag Bewegung drauf. Und das war's, also es ist, das Make-up bleibt nicht auf dieser Stelle. Deswegen, alles was ihr machen könnt, ist rund um diese Auge, also auf dem Lid. Und deswegen ist es wichtig, wenn ihr euch schminkt, immer also nicht die Augen nach oben ziehen oder Augenbrauen nach oben ziehen und schminken, weil dann, wenn die Augen runterkommen, ist wieder alles versteckt. Also die Augen so versuchen mit dem Spiegel immer so, also auf dem Augenniveau zu halten und euch einfach so schminken und immer auf dem Lid. Also alles, was ihr sozusagen im Spiegel seht, nach der, also über dem Wimpernlinie sozusagen. Wenn ihr nicht so viel Platz auf dem Lid habt, dann ihr könnt auch nicht so viel nach oben gehen, aber ihr könnt versucht ein bisschen nach außen zu gehen. Also alles rundum und egal, wenn ihr ein Lidfalte hier habt, einfach versuchen drüber. Sagen, wo kommt die Farbe dann hin? Oder würdest du überhaupt Farbe bei Schlupflidern nehmen? Schwierig. Vielleicht auf dem unteren Lid, wenn das passt, weil manchmal zum Beispiel bei mir kann ich nicht so viel auf dem unteren Lid auftragen, weil sonst verkleinert mein Auge. Aber es ist schwierig. Was auch möglich ist, ist ein leichtes Smoky Eye. Also eine Natural Farbe, was überall so, weil das vergrößert auch ein bisschen die Augen. Sonst, ihr könnt natürlich mit dem Cheekbones, und das mache ich auch bei mir, mit dem Cheekbones und mit dem Lippen. Manchmal trage ich so eine pinke Lip oder rote Lip. Es ist, wir spielen mit, was wir haben. Ne? Oder einfach vielleicht so ins Inner Corner ein bisschen Farbe. Genau, Inner Corner. Genau. Also einfach, es ist halt einfach. Es geht nicht anders. Pfannkuchen. Was? Pfannkuchengesicht richtig konturieren. Also, ich verstehe Pfannkuchen, soll ich... Wie konturiert man ein rundes Gesicht? Mit Vorsicht und keine scharfe Linien, keine irgendwie kein gerader Kontur. Ich würde am besten, würde ich das mit zwei verschiedenen Foundations Töne erstmal machen. Also ganz ein bisschen heller auf außerlich sozusagen. Und ihr könnt auch ein bisschen tiefer gehen, wenn euer Gesicht richtig rund ist, aber eher hier am Rand und in der Mitte ein bisschen heller. Und dann auch mit einem, nicht unbedingt mit Bronzer oder ein Bronzer am besten, auch nicht Kontur, weil alles, was einen zu dollen Kontrast
macht, ist es visible. Ihr müsst wirklich alles schön, alle Schichten schön ausblenden und lieber mit einer Farbe, die nicht zu weit von eurer Haut ist. Also schon konturieren, aber nicht zu dunkel und nicht zu krass, weil mit so einer größeren Fläche sieht man alles. Mhm. Ne? Okay, spannend zu wissen, weil wir haben vorhin in dem anderen Video hast du auch konturiert, aber du hast ja auch ein recht schmales Gesicht und das macht schon Sinn, dass man mit zwei verschiedenen Farben arbeitet, die ja trotzdem unterschiedlich sind. Genau. Und das natürlich ist, weil bei mir ist oft das Problem, ich vergesse manchmal, dass mein Gesicht dreidimensional ist. Mm. Ich sehe halt immer nur zweidimensional in der Kamera und eigentlich auch zweidimensional im Spiegel. Ja, ja. Und dann mache ich halt immer so. Und in der Kamera funktioniert es, aber im Real Life sieht man dich von... Von der Seite und dann hast du halt so eine graue Landebahn. Genau, das ist... Also für das Make-up für Video ist komplett... Ist es was anderes, was Real Life ist. Mhm. Ne? Und ihr müsst immer umdrehen und gucken, wie alles im Spiegel aussieht, im Tageslicht, ganz wichtig. Ich bin super happy mit den Fragen und mit deinen Antworten vor allen Dingen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, noch weitere, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde dann das Ganze nochmal erfragen und euch beantworten. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei bin. Sehr, sehr gerne. Alle Links zu Letizia sind unten in der Infobox. Schaut gerne bei ihrem Shop vorbei. Ihre Pinsel sind mit die besten, die es gibt, handgemacht in Deutschland. Super Qualität. Und ihr seht, ich habe eigentlich nur noch diese Pinsel. Und ich freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Ja. Freunde, schön, dass ihr mit dabei wart. Passt auf euch auf. Ciao.